Infinity Shadow Master Rang kaufen in 3, 2, 1, bam. Willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir wieder Ninja Legends. Ja, wer hätte es gedacht, mal wieder in Ninja Legends unterwegs, Leute. Und ja, ich habe halt noch nicht den letzten Rang, beziehungsweise ich habe nicht mal den vorletzten Rang, und zwar den Infinity Shadows Master. Und ich dachte mir mal, versuche ich den mal in dieser Folge einfach zu bekommen. Und ja, ich bin euch ehrlich, Leute, Ninja Legends hat dieses Wochenende nicht mal ein Update rausgebracht. Also, ich glaube echt, dass das Game bald, also das ist wirklich meine Meinung, dass das Game bald sterben wird, weil wir können mal eben mal schauen. Leute, wenn wir jetzt hier auf die Frontpage gehen, sehen wir, wir müssen 1, 2 mal drücken, um Ninja Legends zu sehen. Es ist schon, ja, also sie haben nicht mal ein Update rausgebracht und Ninja Legends Updates machen ist nicht so schwer, sage ich euch ehrlich. Aber ja, die Ränge sind auch viel zu überteuert. Das denken viele von euch, denke ich auch. Und ich denke das auch. Und ja, den Rang haben wir gerade. Den Rang hier versuche ich jetzt zu bekommen. Wir haben hier einmal dieses Pack-Pad. Der Rest vom Pack ist absolut kacke, Leute. Das hat sich absolut nicht gelohnt, das zu holen. Aber das Ding hier ist schon stark. Auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Damit werden wir einfach mal jetzt alle Kisten einsammeln. Und dann versuchen wir mal irgendwie diese Folge einen neuen Rang zu erreichen. Weil ich... Ja, Update kam nichts, gar nichts kam und ja. Auf jeden Fall, Leute, sonst haben wir hier von diesen Pads haben wir ziemlich viele. Und hiervon verlose ich einfach jetzt mal, komm. Ich verlose davon 120 davon verlose ich in den Kommentaren. Das heißt, falls du gewinnst, es wird 12 Gewinner geben und jeder Gewinner wird davon 10 Stück bekommen. Und ja, ich denke mal, das klingt gut. 12 Gewinner, 10 Stück davon. Ich verlose davon wirklich dann 120 Stück davon in den Kommentaren, Leute. Also teilt dieses Video gerne mal mit deinen Freunden, damit die vielleicht auch mitmachen können und gewinnen können. Und dann könnt ihr euch das ja teilen. Falls ihr da mitmachen wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar mit eurem Roblox-Namen. Abonniert den Kanal, aktiviert im besten Fall noch die Glocke und liked dieses Video, Leute. Schaffen wir die 1500 Likes? Ja, Leute, das packen wir. Ich glaube an euch. So, ja, was müsste man jetzt tun, um halt einen Rang zu erreichen? Und zwar... muss man eigentlich nur farmen und sich dann Booster kaufen für Robux, um dann irgendwie überhaupt hier dran zu kommen. Und ja, Leute, es ist unmöglich als kostenloser Spieler, beziehungsweise wenn man keine Robux ausgibt, diesen Rang zu erreichen, weil ich habe für dieses Pack 2500 Robux bezahlt. Ich habe fast alle Gamepässe. Ich habe alle Gamepässe, die dir irgendwas Gutes bringen, was Leveln aufgeht und sowas. Und ich habe einmal sogar dieses OP-Pad und ich werde mir sogar noch Booster kaufen müssen, und zwar einmal 10-fach Coins und Autocell, um diesen Rang zu bekommen. Und das ist nicht mal der letzte Rang. Ich kann mal gerade schauen, wie viele Leute den Rang überhaupt haben. So, Leute, klicken wir hier auf Ninja Legends. Jetzt müssen wir hier bei About einfach runter scrollen und hier sind die ganzen Badges. Müssen wir runter scrollen, scrollen, scrollen und scrollen. Und ja, Leute, den Rang, den ich jetzt versuche zu bekommen, haben insgesamt 322 Leute. Ihr seht, Leute, den... Also, das Spiel ist langsam echt hier, und den nächsten, den Lightning Storm Sensei haben insgesamt 132 Leute. Ich weiß nicht, wie teuer er ist. Auf jeden Fall, Leute, wenn wir schon auf der Seite sind, ihr könnt gerne meiner Roblox-Gruppe beitreten. Einfach hier links auf Groups drücken und dann hier auf den Join-Knopf drücken. Der wird ungefähr hier sein. Einfach beitreten. Wäre ziemlich cool. Falls ihr ein paar Robux habt, könnt ihr auch gerne hier in den Store vorbeischauen. Ja, einfach hier vorbeischauen. Euch was holen, falls ihr wollt. Falls ihr das Donator oder das Donate Big Shirt holt, kriegt ihr jetzt sogar die Donator oder die Donator Big Rolle. So, dann versuchen wir jetzt mal, den Rang zu erlangen. Und ich weiß gar nicht, ob wir das beste Schwert haben. Ich gehe mal kurz auf die oberste Insel und ich gehe mal hier hin. Und haben wir das beste Schwert? Ich glaube nämlich sogar nein. Doch, okay, Leute, wir haben tatsächlich das beste Schwert. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte eigentlich, wir haben es nicht. Aber Leute, ihr seht, ich muss jetzt mal farmen und ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht abschätzen, wie viel das ist. Ich weiß nicht, wie viel das ist, das Preis, weil dieses Geld ist mittlerweile so unübersichtlich. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Ich weiß nur, dass wir gerade 7,5 XVC haben und das kostet 240 XVC. Das heißt, ich stelle mich jetzt mal hin, sagen wir einfach 10 Minuten. Das heißt, wir sehen uns in 10 Minuten wieder, Leute. Bis gleich. Okay, Leute, das waren jetzt so ungefähr 10 Minuten. Ich habe jetzt bisschen was in meinem Rucksack und ich kaufe mir jetzt einfach mal für 30 Robux den Autocell und gucke mal, wie weit komme ich jetzt, also wie viel Geld kriege ich jetzt, wenn ich das jetzt anmache. Zack. Ja, das ist nicht genug. Das ist definitiv nicht genug und es wird auch nicht genug sein, also wenn ich jetzt nochmal durchfarme. Ich müsste mir jetzt den 10-fach Coins noch holen und dann nochmal durchfarmen. 15 Minuten lang, solange das geht. Und dann hätte ich genug Geld eigentlich. So rein theoretisch. Das ist
teuer, Leute. Man sollte ein Spiel so programmieren, dass man nicht Booster kaufen muss, um überhaupt den vorletzten Rang zu erreichen. Ich habe ja schon so viel für... Also ich habe ja schon über 10.000 Robux, weit mehr sogar hier reingesteckt. Und trotzdem kriege ich es nicht hin, den vorletzten Rang zu erreichen, ohne nochmal Robux auszugeben. Also, ich weiß nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich weiß echt nicht. Ich kaufe mir dann jetzt mal den 10-fachen Coins für 90 Robux. Und ja, dann farm ich jetzt noch 15 Minuten durch. Bis in 15 Minuten. Leute, wir sind jetzt kurz vor 240 und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe jetzt hier die Booster relativ gut ausgenutzt. Jetzt sind wir kurz vor 240. 240 brauchen wir für den Rang, den vorletzten. Bin mal gespannt, wie teuer der letzte Rang ist. Ich denke mal nochmal einen Ticken teurer. Ich denke mal schon die nächste Währung. Drücken wir jetzt mal auf Sell, damit wir hier zurückkommen. Gehen dann hier hin und dann holen wir uns den Rang hier. Bam. Und den Infinity Shadow Master Rang kaufen in 3, 2, 1. Bam. Lightning Storm Sensei. 4 Zoll. Okay, sehr interessant. 4 ist sogar noch okay, weil der hat 240 gekostet. Das wäre dann aber eine ziemlich lange Zeit farmen, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich tun soll, weil ich habe da lieber andere Spiele, die ich lieber spiele. Weil, ja, also, wenn ich jetzt mal so überlege, ich habe jetzt so 20 Minuten gefarmt, das heißt, dann müsste ich so, 8 Stunden farmen oder so und dann hätte ich den dann auch. Aber ich weiß ja nicht, ob mir das der Aufwand wert ist, wenn ich euch ehrlich bin. Und ich habe gerade Bells gekauft, obwohl ich das gar nicht brauche. Naja, dann können wir jetzt ja hier nochmal das letzte Schwert freischalten. Haben wir jetzt hier alle Jumps? Ja, haben wir, perfekt. So, Leute, dann können wir jetzt hier rumschlagen, hier hingehen, zack. Da wir noch den 10-fach Coins und so haben, ist das eigentlich auch ziemlich schnell gehen mit dem letztes Schwert freischalten. Gehen wir einfach zur Trainings-Area, Leute. Und jetzt haben wir einen 544-Millionen-fachen Rank-Boost. Und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, aber auf den nächsten Rang zu sparen, ich weiß nicht. Wird sich für mich nicht lohnen. Ich meine, für Free-to-Play-Player ist das ja auch komplett unmöglich. Also, oder auch für Leute, die nur ein bisschen Robux ausgeben. Es ist unmöglich, den letzten Rang zu erreichen. Es ist unmöglich. Und Leute, ich habe 17.000 Spielstunden. Ich habe dieses Spiel mehr als 17.000 Minuten gespielt. Nicht Stunden, Minuten. Und ja, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Also die Ränge sind viel zu teuer. Viel zu teuer. Und ich denke mal, da werdet ihr mir auch zustimmen. So, dann schlagen wir mal hier ein bisschen. Trainieren das Ganze jetzt hier mal. Zack, so. Es wird dann Auto gesellt. Boom. Wir haben ja den 2000-fachen Boost. Plus 5.000, also 2.000. Mal 5.000 nochmal, also da kommt auf jeden Fall was zusammen. Die ganzen Schwerter, da sind wir auch gleich durch und dann sind wir wieder maxed. Was heißt maxed? Also für den Rang halt maxed, ne? Der nächste Rang wäre dann nochmal ein Ticken teurer. Schlagen wir einfach mal ein bisschen schlagen geht ja hier fit. So. Schlagen wir. Klicken jetzt mal auf Buy All, boom. Ja, noch ein paar Schwerter fehlen noch. So. Kriegen auch echt, also, ich weiß nicht, so. Zack. Sind wir beim Double Focus Sun Spear 2. Das nächste ist das DW Double Golden Sun Spear 2. Ah Gott. Okay. So, schlagen wir hier. Nicht mehr viel. Zack, so, boom. Und das letzte, Leute, das letzte können wir uns jetzt holen. Zack, easy. So, jetzt würde ich noch das letzte Belt haben, weil warum denn auch nicht? Zack, boom, bang. Ja, sehr kreative Designs auf jeden Fall. Haben die echt viel abgeändert und so. Und hier auch. Ich weiß nicht, also meine Meinung nach ist, Leute, das Game wird früher oder später das Ende finden, weil ihr seht ja schon, wie viel Arbeit die jetzt da mittlerweile wieder reinstecken und dieses Wochenende kam halt gar kein Update. Ich bin tatsächlich nicht mehr so gehypt von diesem Spiel und auch nicht mehr wirklich so überzeugt, weil ihr seht ja, was die machen. Und schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie gesagt, ich werde auch so 120 von diesen Pets hier in den Kommentaren. Das heißt, es gibt 12 Gewinner und jeder Gewinner kriegt 10 Stück davon. Dafür einfach, wie gesagt, einen netten Kommentar schreiben mit eurem Roblox-Namen, dem Video ein Like gegeben haben, den Kanal abonniert haben und im besten Fall noch die Glocke aktiviert haben. Wenn du dieses Video mit deinen Freunden teilen könntest, wäre das auch ziemlich nice. Und ja, was kann man jetzt noch machen? Weil ich bin also... Na... Ich also 4 Zoll. Interessant auf jeden Fall.
Schauen wir mal ins Infinity Stats Dojo. Wir haben ja mittlerweile ein bisschen mehr Chi wegen dem Pet Pack und so. Schauen wir mal, ob das Ding sich mittlerweile irgendwie, ob wir das hier ein bisschen verbessern können. So, drücken wir mal hier ein bisschen auf die Tube. So, drücken wir. Okay, bei unserem Chi geht noch gar nichts runter. Ich drücke einfach hier komplett durch. Okay, langsam fängt es an runter zu gehen. Machen wir mal ein bisschen noch. Okay, passt. Welches Level ist der jetzt? Machen wir den auf Level 90, so. Zack. So, und dich hier, du bist schon auf Level 100. Den können wir jetzt auf jeden Fall auch hochhauen. Schauen wir mal, der braucht 1 OC zum Upgraden. Schauen wir mal, wie hoch wir den hier kriegen. Also noch geht bei meinem Chi gar nichts runter. Oh Leute, er ist Max Level. Okay, dann gehen wir noch hier hin. Oh Gott. So, gehen wir hier hin, zack. Ah ja, hier können wir das Ganze hier einsammeln. Was uns absolut nichts bringt. Also dieses Ding hier ist... Ah, das ist auch Max. Ah ne, doch nicht, okay. Hier können wir auf jeden Fall ordentlich in die Kapazität noch reinhauen. Dann drücken wir hier komplett mal durch. Wie voll das gleich werden kann. Okay. Noch ein bisschen. Ein bisschen Chi haben wir noch. Hauen wir noch ein bisschen rein. Max Level, Leute. Max Level. 3 SI. Bringt mir nix. Ich schlag einmal und... Oh, und wie lange braucht das, um voll zu werden? Nicht so lange. Okay, schauen wir mal kurz noch, ob wir den Typen hier auch noch auf maximal bringen können. Ich glaube so, dass 100 eigentlich maximal sein wird. Machen wir den einfach mal auf 100. Und nein, tatsächlich, der kann über 100. Okay, interessant. Aber höher werde ich ihn nicht tun. Auf welchem Level ist der jetzt? Auf 150 ist maximal. Ich denke mal, dann wird der auch auf 150 maximal sein. Egal, lohnt sich absolut nicht, Leute. Außerdem, wir haben alle Elemente, wie gesagt, wir haben über 10.000 Robux ausgegeben für dieses Spiel und schaffen es nicht, den letzten Rang zu erreichen. Ich würde an der Stelle dann sagen, was mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, war es das, wie gesagt, mit der Folge. Haut hier rein und ciao, Leute.